Hallo alle zusammen und willkommen zu einem Gameplay von Supreme Commander 2 gegen 4 leichte KIs mit Jobon Zibi. Hallo. Ich hoffe, ob wir diesmal nicht verkacken. Ja, wir hatten davor auch schon eine Aufnahme, in der wir total verkackt haben. Eine einzige schwere IQ. KI, nicht IQ. Oder was? Hast du jetzt auch die Turtle? Oh mein Gott, wir haben keine Fraktion, die angreifen kann. Gehst du Luft? Nein! Die Luft hier, Digga, von den Scheiße, genauso wie die Landeinheiten. Und die Prototypen. Das ist eine reine Turtle-Fraktion. Und was, wenn man 500 Einheiten hat? Dann hast du vielleicht eine kleine Chance, einen Commander im Platz zu kriegen. Siehst du? Ich hab den Recycler, ich hab den Recycler. Und UFO frei. Siehst du, was die nach unten abfeuern? Ja. Mein UFO macht auch ein bisschen Damage. Ja. Ich richte meine ganzen Artillerien auf ein neues Ziel aus. Auf die Basis direkt dahinter. Die haben nicht so eine hohe Range. Ficken! Loyalität. Du brauchst du Loyalität? Ja, ein paar Loyalitätskanonen. Wo? Oh. Bei mir. Du weißt, dass die da hinten kaum was bringen, oder wenn meine weiter vorne sitzen, oder? Ja, im Fall einer als Angriffs. Glaubst du, die kommen durch meine Wand? Glaubst du, die kommen hier durch meine Wand durch? Der Gunship-Prototyp von unserem Gegner ist auch nicht zu verachten. Der ist ganz schön gemein. Alter, er hat das Gunship gebaut. Hast du irgendwas gegen Luft? Ich habe jetzt gleich ein ganz großes Problem. Etwas gegen Luft? Ja. Nein, aber ich habe ein paar Loyalitätskanonen. Das bringt uns tatsächlich wenig, weil Loyalitätskanonen können nicht Luft angreifen. Oh. Stimmt. Alter, hat der viele Gunship, übertreib. Zweites von diesen gemeinen Gunships. Alter, alle meine Schilde sind zerstört worden. Ich kassiere gerade sehr hart. Er schickt gerade zwei weitere noch in meine Basis. Der nimmt gerade meine Loyalitätskanonen auseinander. Die sind schutzlos. Okay. Ich bin gerade am Sterben. Ich ziehe jetzt meine ACU zurück und baue da hinten mir jetzt den Vorposten zur Basis aus. Glaubst du, die kommen durch meine Wand? Glaubst du, die kommen hier durch meine Wand durch? Glaubst du, die kommen hier durch meine Wand durch? Glaubst du, die kommen hier durch meine Wand durch? Der hat einen Rex. Was hat der? Ein Rex. Wir sind gearscht. Ziemlich gearscht. Ja, der Dino kommt in unsere Reichweite und seine Kanonen nehmen ihn jetzt unter Beschuss. Seine. Oh oh, ich bin gleich gearscht, wenn er zu mir rüberkommt. Meine 4 Gunships nehmt den Dino unter Beschuss. Ich habe 4 Gunships des Gegners im Augenblick. Tendenz steigend. Und unzählige Lufteinheiten. Meine Gunships fliegen rein. Versuchen jetzt zu helfen. Und du hast einen Dino. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Dino. Yes. Ich muss rushen. Was? Russen? Rushen. Ja. Okay, ein Rush ist das eigentlich nicht mehr. Das kann man schon nicht mehr als Rush bezeichnen. Das ist ein gigantischer. Okay, 2 weitere sind fertig geworden. Ich warte noch, bis ich 400 Einheiten gesamt habe, dann greife ich an. Ich habe wieder noch 300. Ich sammle jetzt schon meine gesamten Einheiten. 164 Einheiten jetzt. Diese scheiße Kack-Schildgeneratoren. Ich formiere jetzt neu meine gesamten Truppen. Ich habe gar keine Schilde. Der kommt so mit ein paar Gunships.
gut. Meine Armee macht sich jetzt bereit zum Luftkrieg. Gut, dann geht's auf. Siehst du meine Armee? Formieren. Alle auf Braun. Wird gemacht. Ich habe vor allem Bomber dabei. Ich muss den Commander sehen. Okay, wir wissen zumindest mal, dass wir die Basis schon mal ausschalten müssen. Nein. Ich mach das hier, dann geht ihr da hin, macht ihr das hier. Und dann schauen wir weiter. Nein, in dem Tür ist da eben unter Beschuss. Können wir bitte zuerst auf Braun gehen? Weil die machen nichts. Ich möchte erstmal sein Gunship weg haben, dann können wir. Wäre das alles so einfach gewesen. Also, ich einfach meine scheiß Gunships nichts machen. Gunships, Marsch, braune Basis, zerstören, Befehl ausführen. Warte, wo ist der Commander? Das weiß ich nicht. Oh, meine da, das sind nur die Vorbasis. Meine Einheiten nehmen jetzt gerade die Armee, die zu uns will, aus Unterbeschuss, weil die viel wichtiger ist für uns. Alter, leckt gerade, gell? Ja, des Todes. Doch, da ist er. Ich sehe ihn noch nicht. Da. Er ist jetzt als Ziel angegeben für 143 Bomber. Er nimmt Schaden. Er nimmt schnell Schaden. Ich schicke auch meine Luftabwehrprototypen den Fliegern von ihm entgegen. Du hast zwei von meinen Luftabwehrprototypen. Den Rest braucht man als Deckung. Ich soll mal meine Ace. Ich glaube, der geht down. Ein UFO ist down. So, meine AC hat jetzt schwere Schilde. Ja. Kann es sein, dass das UFO gerade den Schaden gemacht hat? Okay. Weiter zu Lila. Wir finden dich in der linken Ecke. Okay, meine Leute kümmern sich gerade darum, dass wir nicht verrecken. Das ist gut. Ja. Lila, Nakoma. Angreifen. Rufus greift an. Ich schicke noch weitere drei Gunships auf der Basis, wenn wir es jetzt brauchen. Ich glaube, es eher mal nicht, das schaffen wir doch. Ne? Ich sehe den Commander nicht mehr. Oh ja, mein Bomber. Ja. Rufus attackiert halt. Meine Gunships kümmern sich gerade schon drum. Und er ist tot. Yes! Du kannst gehen, gell? Erstmal wir richtig platt gemacht und jetzt haben wir platt gemacht. Ja,